Sie sehen, die NATO ist nach Osten gegangen. Darüber gibt es in der historischen Forschung überhaupt keinen Zweifel. Und was man jetzt tun möchte, man hätte gern noch dieses Stücklein, und das ist eben die Ukraine, weil dann ist man noch näher an Moskau. Das ist meiner Meinung nach die Strategie der NATO. Ich sage immer, wenn Napoleon von hier gestartet wäre, hätte er einen kürzeren Weg gehabt. Und das ist aber für jeden offensichtlich. Und das ist natürlich der Punkt. Wenn Sie Putin kritisieren, kommen Sie in den Abendnachrichten. Wenn Sie die NATO-Osterweiterung kritisieren, wird das rausgeschnitten. Jetzt, klar, die Ukraine wäre ein Riesenschritt weiter Richtung Ausdehnung der NATO. Und ich bin fest, leider bin ich fest davon überzeugt, dass die NATO dieses Ziel verfolgen wird. Die Russen werden das aber nicht zulassen. Sie werden eher die Ukraine in einem Bürgerkrieg zerstückeln, als dass sie die ganze Ukraine in die NATO reinlassen. Und da haben Sie genau diese Entwicklung, die ja Friedmann sagt. Er sagt, wäre doch noch gut, wenn deutsche NATO-Soldaten in der Ukraine am Schluss Russen erschießen. Also hier haben Sie die Rattenfalle, die steht bereit. Und man kann da reintappen oder auch nicht.